Hallo, ihr Lieben, wir müssen mal ein bisschen Lichtarbeiter Tacheles reden. Ihr kennt mich, ich bin Susanne Hühn, Autorin von über 70 Büchern, Kartendecks, Meditations-CDs, Lichtarbeiterin, psychologische Beraterin und was noch alles und vor allem innere Kind, Therapeutin. In Wirklichkeit aber bin ich wie du, wenn du hier gerade zuschaust, wie du. Hier auf der Erde als Botschafterin, als Lichtarbeiterin, als lichtvolles, bewusstes Wesen für den Übergang in die neue Zeit. Wir kamen mit der ersten Welle, mit der harmonischen Konvergenz. 1987 war das, glaube ich. Dann gab es eine lange, lange, lange Phase, in der wir selbst erwacht sind in den ganzen 90ern. Dann wurden wir sichtbar Anfang der 2000er. Und jetzt sind wir sichtbar und müde. Müde. Ich kenne so viele Lichtarbeiter, ich möchte es mal ganz bewusst so nennen. Seien's Verleger, seien's Astrologen, seien's Schamanen, seien's Veranstalter von tollen Messen und so weiter. Autoren, Autorinnen, Meditationslehrer und so weiter, die alle unglaublich müde sind, nicht mehr inspiriert sind, ausgebrannt sind, überwältigt sind, auch von den Möglichkeiten und vor allem den Anforderungen der sozialen Medien. Und ich erzähle euch gerade von mir mal was heute Morgen. Ich habe mein Tagebuch genommen, habe so reingeschrieben. So, ihr Lieben, ne, ich sage dann immer nach oben, okay, was wollt ihr? Was ist mein nächster Auftrag? Worum geht's? Gott, ich habe mein Mikro gar nicht angeschlossen. Ich hoffe, ihr hört mich genügend. Und dann kam von oben, ja, wir sind die Kinder der neuen Zeit. Da habe ich schon gedacht, Kinder, ich habe keinen Bock mehr auf schon wieder Kinder. Ja, ich mache ja innere Kindarbeit bis zum geht nicht mehr. Und es ist wunderbar. Aber ich, ja, das fühlte sich nicht stimmig an. Ich gedacht, gut, jetzt hören wir halt mal zu. Ja, wir hören mal trotzdem zu. Das hatte ich noch nie, dass ich das Gefühl hatte, das hört sich nicht stimmig an und ich muss mich geradezu pushen, um trotzdem zuzuhören. Das hatte ich noch nie. Ich gesagt, okay, wir hören jetzt mal weiter zu. Wir sind die Kinder der neuen Zeit. Wir wollen uns inkarnieren. Du sollst den Menschen dabei helfen, dass sich die unverletzten Anteile inkarnieren. Und auf einmal habe ich mein sauteures Tagebuch genommen und in eine Ecke gepfeffert. Das habe ich noch nie gemacht, gab auch noch nie einen Grund. Ich war so richtig wütend, meine Katzen sind so auseinandergespritzt. Dann habe ich mein Tagebuch genommen, habe die Seite rausgerissen, habe die zerfetzt und habe sie in den Ofen geschmissen. Irgendwas macht mich wütend. Und nicht nur mich. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Es ist so ein bisschen wie, verarschen kann ich mich unterdessen alleine. Uns wurde so viel von oben versprochen. Ja? So, bring das Licht auf die Erde und alles wird wunderbar. Goldenes Zeitalter, neue Zeit. Natürlich wirst du auch gut davon leben können. Und es war alles so stimmig. Meine Güte, wir sind als Engel auf Erden. Wir bringen die neue Energie, das neue Bewusstsein. Und natürlich ringen wir darum, das neue Bewusstsein auch zu verkörpern. Da habe ich gedacht, okay, neues Bewusstsein, neues Bewusstsein. Ich fühle mich aber nicht so. Ich fühle nur, dass ich keinen Bock mehr auf das Alte habe. Und damit meine ich jetzt nicht nur das alte Bewusstsein, sondern den alten Auftrag. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich habe keine Lust, Kunden zu akquirieren, aber wirklich gar nicht. Ich habe keine Lust, Marketing zu machen. Ich will einfach nicht. Ich habe mit meinen Spirits, mit meinen Engeln vereinbart. Und du auch. Deshalb erzähle ich dir das, damit du merkst, du bist da nicht alleine. Du hast es genauso gemacht, weil wir das alle so gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, selbstverständlich kommen wir auf die Erde, selbstverständlich stellen wir uns diesen ganzen Themen, selbstverständlich überwinden wir alles in uns und bringen das Licht auf die Erde und schreiben darüber und erzählen darüber und entwickeln und geben Workshops und gehen durch die ganzen Prozesse natürlich, wenn die Menschen das brauchen. Und die Menschen brauchen das, bedeutet auch, ich muss es nicht erst mit einem rosa Schlüppelin versorgen oder was weiß ich was veranstalten,
sondern es gibt ein tiefes Bedürfnis der Menschheit nach sich selbst. Und wir sind hier, um Wege zu zeigen. Unglaublich viele verschiedene Wege. Dann haben wir festgestellt, ja, verdammt nochmal, wir bekriegen uns sehr gegenseitig. Der eine sagt ja nur, mein Weg ist richtig, während der andere sagt, na, also mit diesem Weg, ich habe oft gehört, muss es denn immer so schwierig, so schmerzhaft sein? Kannst du denn nicht einfach Quantenheilung machen oder sonst irgendwas? Nee, nein, weil Quantenheilung machst ja du, ja? Meine Aufgabe ist es, den emotionalen Weg der Selbstfürsorge, des Selbstmitgefühls zu entwickeln und zu lehren. Das ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Das war nun mal bis jetzt meine Aufgabe. Während ich rede, merke ich, es ist immer noch meine Aufgabe. Und dann kommt die Frage, ja, wenn es aber doch die Aufgabe ist und die Menschheit braucht es, wo sind sie denn dann? Warum reißen sie uns unser Zeug nicht aus den Händen? Warum nicht? Ja, was ist denn das? Mit welcher Berechtigung erzähle ich euch irgendwas, wenn ich erst darum kämpfen muss, dass mir jemand zuhört? Dafür bin ich nicht da. Ja, das klingt jetzt frustriert. Ich meine das gar nicht so. Ich meine das wirklich aus tiefstem Engelbewusstsein. Wir sind hier und du auch, damit wir das, wovon wir gespürt haben, es wird auf der Erde gebraucht, auf die Erde bringen. Wir sind nicht hier, um die Menschheit erstmal davon zu überzeugen, dass sie es brauchen, um Tricks anzuwenden. Für mich ist Marketing ein Trick. Heißt nicht, dass ich gegen Marketing bin, überhaupt nicht, aber es ist ein Trick, um etwas zu verkaufen. Warum muss ich denn die Botschaft, nach der sich die Menschen doch so sehnen, verkaufen? Warum denn? Wozu denn? Was ist denn das für ein Quatsch? Und viele von uns sind wirklich wütend darüber. Ich auch. Also wütend im Sinne von, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwas Negatives zu verbreiten. Ich sage das deshalb, weil ich genau weiß, dir geht es genauso. Ich kenne namhafte Leute, die wirklich, wenn die Kamera dann aus ist, sagen, verdammt nochmal, weißt du was, dieser ganze Bullshit, den ich da geredet habe, lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Die, die was von mir wollen, sollen bitte einfach zu mir kommen. So, ohne dass man ein Tamtam machen muss. Es gibt Menschen, die maßgeblich daran beteiligt waren, maßgeblich, dass die esoterische spirituelle Szene in Deutschland jetzt auch im Mainstream längst angekommen ist. Menschen, die maßgeblich daran beteiligt waren, wirklich, also ursächlich, die sind so krank, die liegen im Krankenhaus und ja, fallen von einem Symptom ins nächste. Stellvertretend mal wieder für uns alle. Es gibt so ein paar Vorreiter, die auch jetzt wieder stellvertretend für uns alle Nein sagen. Sogar, guck weg, wenn du dich jetzt ärgern wirst, das ist natürlich Quatsch, das weißt du noch nicht. Nein. Nein. Es gibt einen Teil in mir, der sagt, ich bin nicht bereit, das Zeugs, das ich als Engel auf die Erde bringe, zu den Menschen, von denen wir, wenn wir oben sind, spüren, dass sie sich danach sehnen, mit Hochglanzzeugs zu verkaufen, anzubieten wie saures Brot, saures Bier. nein, ich bin nicht bereit dazu, weil so haben wir nicht gewettet. Ja? Wir sind ja hier als Engel auf Erden, als Lichtarbeiter, als Bewusstseinsarbeiter, als wie auch immer du dich nennst, das spielt ja gar keine Rolle. Wir sind ja hier, weil wir uns gerufen fühlten und weil wir dem Ruf gefolgt sind. Und ich muss diesem Ruf glauben, sonst habe ich nämlich gar nichts mehr. Wenn ich meinen Spirits nicht vertrauen kann, meiner Wahrnehmung nicht vertrauen kann, dann kann ich gerade einpacken. Ja? So. Und meine Wahrnehmung sagt, nein, es kann nicht sein, dass wir uns anstrengen müssen, um gehört zu werden. Weil wenn das so ist, wenn wir uns anstrengen müssen, um gehört zu werden, wenn ich meine Sachen verkaufen muss, dann ist es nicht das, was die Menschheit tatsächlich braucht. Und dann hat es für mich auch keine Daseinsberechtigung. Also es hat schon eine Daseinsberechtigung, aber nicht in meinem Bild. Entweder sind wir in einer totalen Spirit-Bubble, ja, und denken uns das alles nur aus und glauben es auch und unser Gehirn faked und gaukelt uns vor, wir sind die Engel auf Erden, wir werden hier gebraucht, wir erlösen die gesamte Menschheit, ja. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber nicht sehr.
Oder bringen das neue Bewusstsein, verkörpern das neue Bewusstsein. Vielleicht ist das nur eine Bubble. Wenn die mich unterhält, erfüllt und ernährt, ist mir das genügend. Sind genügend andere Leute mit in meiner Bubble, ne, dass wir da unseren Spaß haben. Und vielleicht ist alles nur irgendwie eine Bubble. Möglicherweise, ja? Möglicherweise spielt überhaupt keine Rolle. Dann brauche ich jetzt aber eine neue. Oder dann muss da jetzt mal frischer Wind rein. Ja, weil ich bin zutiefst davon überzeugt. Und wie gesagt, ohne diese Überzeugung bin ich auch nichts, traue ich mich jetzt mal zu sagen, in dem Wissen, dass du weißt, was ich damit meine und du jetzt nicht in die Kommentare mir irgendwelche schlauen Sätze schreibst. Ohne diese Überzeugung, dass das, was ich wahrnehme als das spirituelle Wesen, das ich bin, brauche ich hier gar nicht anzutreten. Ja? Wenn ich nicht wüsste, dass das, was ich da fühle, auch stimmt, immer in dem Ding, dass es vielleicht eine Bubble ist und ich mich vielleicht generell irre, okay, aber das, was ich wahrnehme, muss für mich stimmen. Ich muss dem glauben, wie gesagt, sonst brauchen wir hier erst gar nicht anzufangen. Ja, dann schalt bitte aus, lösch meinen Kanal, dann habe ich nichts zu melden hier. Ja, wirklich nicht, dann will ich auch nichts melden. Ich gehe also davon aus, dass das, was ich spüre, stimmt. Und das, was ich spüre, ist, die Welt braucht uns, ich sage jetzt auch mal bewusst uns Engel, uns Lichtarbeiter und uns Engel, die Welt braucht uns und gleichzeitig. Und da komme ich jetzt ins Schleudern. Da brauche ich vielleicht auch eure Hilfe oder vielleicht entwickeln wir es gerade neu oder vielleicht stimmt es nicht mehr. Gleichzeitig stimmt aber an unserem Ausdruck was nicht. Vielleicht rennen wir ein bisschen zu sehr dem hinterher, was funktioniert, um gehört zu werden. Und das ist so eine Krux. Weil wenn ich dem hinterherrennen muss, also wie präsentiere ich mich auf YouTube, wie oft zeige ich mich, nein, ja, wenn ich die Kamera anmache, dann weil ich Bock habe, was zu sagen und dann mache ich sie wieder aus und mehr interessiert mich nicht. Und ich weiß, dass es dir genauso geht, ja. Ich habe kein Hochglanz, Schickimicki, Marketing, ne, regelmäßig. Ich biete euch was an. Ich finde es toll. Ich gucke das auch gerne. Das passt aber überhaupt nicht mit dem zusammen, wie ich hier auf der Erde bin. Ja? Und natürlich gibt es gleichzeitig den Teil in mir, der denkt, die verschrullte Esotussi, die von Marketing einfach überhaupt keine Ahnung hat, ja? Die zu alt ist, um zu kapieren, wie der Hase heute läuft. Weiß ich nicht, ob das auch stimmt. Ich weiß es nicht. Ich bin aber zu müde, um das rauszufinden. Ich bin sofort wach, wenn einer daherkommt und sagt, du, ich spüre da was. Lass uns doch da mal gemeinsam hingucken. Lass das doch mal uns aufstellen. Lass uns doch mal reinfühlen. Was ist denn da gerade los? Welche Botschaften kommen denn da? Was ist denn los? Was will denn Sirius gerade oder keine Ahnung wer? Da bin ich sofort, das merkst du, sofort bin ich zippitappi auf top und wach und da und präsent und sag hier, Kaffeetassen zur Seite, wir stellen es auf oder alle mal raus aus der Küche, wir stellen es auf. Sofort auf der Stelle. Aber mich hinzusetzen und mir zu überlegen, wie ich das, was ich zu sagen habe, guck mal, ich weine. Ich weine. Wie ich das, was ich zu sagen habe, den Menschen rüberbringe, damit die mir ihr Geld dafür geben, damit ich davon leben und weitermachen kann, damit ich gehört werde, damit ich gesehen werde, damit ich mich nicht schämen muss, weil keiner meine tollen Botschaften haben will, ja? Damit ich mich nicht schämen muss vor Menschen, die saumäßig erfolgreich sind. Ne? Inneres Kind, ne? Großes Thema. Ne? Spiegel-Bestsellerliste. Ich kenne die Steffi Stahl, großartige Frau, wunderbare Frau, tolle Frau. Ja? Aber das, was ich zu sagen habe, ist nicht minder wichtig. Ja? Da schäme ich mich zu Tode. Und auch diese Scham, die kennst du, deshalb sage ich sie dir, auch das kennst du. Was machen denn die anderen besser? Was ist denn an denen toller? Dann gibt es die tollen Ausreden, ja, die werden ja vom Verlag gesponsert und überhaupt Spiritualität verkauft sich nicht. Ich bin nicht nur müde, ich bin wütend auf diesen ganzen Bullshit. Weil das alles nur Ausreden sind. Und jetzt mache ich mal was. Und jetzt stelle ich mal auf und guck mal und spür mal,
Worum geht es denn für uns eigentlich wirklich? Wenn du dieses Video bis jetzt geguckt hast, dann bist du bei mir. Ansonsten bist du nämlich schon gelangweilt. Oder sagst du, oh Gott, jetzt ist schon wieder so eine, die da nur rumjammert. Nein, bin ich nicht. Oder doch, ich weiß es nicht, aber dann lassen wir es halt jetzt einfach gerade mal so. Ja? Ich stelle es gerade mal auf. Worum geht es denn hier eigentlich gerade für uns? Ich nerv diese eine Strähne da, die muss ich mal entscheiden, ob sie links oder rechts will. Nee, sie muss sich nicht entscheiden, mach was du willst. Vielleicht geht es genau darum, dass wir uns nicht immer entscheiden müssen. So. Ich stelle das mal auf. Ich habe dann immer so meine Gegenstände, mit denen ich Aufstellungsarbeit mache. Na, ich kann jetzt auch aufstehen, mich direkt reinstellen, mache ich jetzt aber mal nicht. Also, worum geht es denn eigentlich gerade für uns? Das will ich jetzt wirklich mal wissen. Und du auch, sonst würdest du hier nicht mehr sitzen und mir immer noch lauschen. Wir. Da fällt es mir sogar zu Boden. Jetzt nehme ich was anderes. Jetzt nehme ich einen Delfin für unsere Community. Wir als Community. Bin mal gespannt. Ich werde schon noch hören, was das zu Boden fallen. Sei mal nicht so schnell. Ja, wir müssen uns erden, bla bla bla. Lass uns mal nicht zu schnell sein. Ja? Lass uns mal nicht zu schnell sein mit der Idee, was das jetzt da bedeuten könnte. Wir, die Community der Lichtarbeiter. Wir die erste Welle oder auch die zweite, wir die angetreten sind fürs neue Bewusstsein, wir. Du weißt, wenn du gemeint bist, wir. Worum geht es denn jetzt für uns? Also was ich hier höre, ist, ruht euch aus. Ihr habt Größtes geleistet. Der Bewusstseinsshift ist vollzogen, auch wenn ihr es nicht seht. Verliert euch nicht in den sozialen Medien, pusht euch nicht. Runtergefallen, Erdung, groundet euch wieder, bringt euch ganz, 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 ganz tief mit eurem Wurzelchakra, mit eurer Erdung in Verbindung, geht in den Rückzug, nährt euch selbst. Ihr seid extrem ausgebrannt, ausgepowert, sagen die. Nährt euch selbst, wir brauchen euch bald wieder. Das höre ich übrigens oft. Auf eine neue Weise, die euch genauso Ekstase, ekstatisieren, beflügeln, begeistern wird, wie das, wofür ihr bisher angetreten seid. Was dürfen wir noch wissen? Wir, die Community der Lichtarbeiter, was immer das alles bedeutet, du bist damit gemeint, du Engel auf Erden, Community der Lichtarbeiter. Was dürfen wir noch wissen? Vernetzt euch noch mehr, seid ehrlicher miteinander, geht raus aus der Konkurrenz, die ihr eventuell spüren könntet. Ihr seid alle für das Gleiche angetreten. Ihr seid alle für das Gleiche angetreten. Der nächste Schritt wird jetzt sein, Synergien zu bilden. Das hat schon längst angefangen, sagen die, spüre ich auch, ist auch so. Jetzt geht es um Synergien, die uns ganz neu befruchten und nähren. Aber nicht mehr, um damit sichtbarer zu werden, wie zum Beispiel in diesen ganzen Online-Kongressen, die ich super finde, weil man damit eben seine Botschaft überall raushauen kann. Ich finde die toll. Letzten Endes geht es aber bei den Online-Kongressen immer irgendwie darum, noch sichtbarer zu werden. Zumindest wird einem das immer so verkauft. Ich habe meinen Online-Kongress abgesagt, einen großen, der mich catchen wollte, mit dem Ding vergrößere deine Reichweite. Ich sagte, nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert es, meine Botschaft rauszugeben. Wenn ich schon meine Reichweite wieder vergrößern will, dann bin ich schon wieder auf einem Marketing-Ego-Trip. Sag ich als der Engel, der ich bin. Ich als Susanne sage, selbstverständlich müssen mich die Leute sehen. Natürlich, ne? Das stimmt auch alles, ja. Ja, aber im tiefsten Innern interessiert mich das entscheidend. Mich interessiert, dass ich meine Botschaft auf die Welt bringe, für die, die es brauchen. So. Also vernetzt euch, bildet Synergien, lernt euch gegenseitig kennen, interessant, lernt euch gegenseitig kennen, mal völlig außer Konkurrenz, also außer dieses komische Ding, außerhalb dieses. Was machten die? Was machten der? Warum machen ich das nicht? Warum fällt denn dir das nicht ein? Warum verkauften der oder die mehr Bücher?
Bla bla bla, denn auch das macht uns so wütend und so mürbe. Wir sind nicht angetreten, wir Lichtarbeiter, um miteinander in Konkurrenz zu sein. Das hat sich so ergeben und ich bitte dich, leugne es doch nicht. Das mag unerleuchtet und unspirituell sein, bitte sei doch ehrlich. Bitte, bitte, bitte. Mir tut es in der Seele weh, wenn ich merke, jemand, der ähnliche Themen hat wie ich, ist viel erfolgreicher als ich, weil ich dann sofort denke, was habe ich denn falsch gemacht? Oder ich gehe ins Opfer. Wo hat denn sich der Verlag nicht so um mich gekümmert, wie er es gesollt hätte? Strähne, gell? Nein, ich werde sie nicht einfach abschneiden. Ah, oh, weg. Seien wir doch bitte ehrlich. Und ich denke, das ist der nächste Schritt. Warte mal, denke ich das oder sagen dir das Lichtarbeiter? Unsere gemeinsamen Spirits, was sagt ihr uns? Ja. Geht miteinander in Kontakt, vernetzt euch, aber nicht umzu, sondern lernt euch untereinander kennen. Oben kennt ihr euch alle, das ist schön. Oben kennt ihr euch alle. Lernt euch jetzt hier auch auf der Erde kennen. Überwindet das Konkurrenzdenken, überwindet das Misstrauen untereinander, denn auch das kennen wir ja. Das machen ja sogar wir. Ich finde das katastrophal, aber das machen wir ja sogar wir, dass wir uns unsere Methoden gegenseitig schlecht reden. Nur meine Methode ist richtig. Nur meine Methode ist richtig, ja? Wow. Als wären wir nicht alle inspiriert. Als wären wir nicht alle mit bestem Wissen und Gewissen im tiefsten Glauben und Vertrauen an unsere Führung hier auf der Erde, um genau das zu verkörpern, wofür wir hier angetreten sind. Selbstverständlich sind wir das. Jeder an seinem Platz, ne? Lichtgitternetz, jeder an seinem Platz. Ja? So. Und wenn jemand die gleiche Arbeit macht wie du, ist sie selbstverständlich noch lange nicht dieselbe, weil er oder sie mit einer ganz anderen Energie dahinter steckt und deshalb auch wieder andere Leute erreicht. Oder die gleichen erreicht und dann brauchen sie euch halt beide. Also, ja, das ist ganz interessant. Und da merkst du auch, das beflügelt mich wieder, da ist Energie. Es geht jetzt um Heilung der Community hier auf der Erde. Die Community, die auf den hohen Sphären so stark miteinander schwingt und sagt, wir machen das, wir inkarnieren uns, wir machen uns die Mühe, ja? Wir bilden einen Körper, wir lernen laufen, wir lernen sprechen, wir lernen schreiben, wir gehen durch unsere Prozesse durch und erlösen die Ahnen noch gleich mit, ja? Wir machen uns die Mühe. So, da oben ist das ganz kleine Einheit, spüre ich. Nicht, wir sind alle das Gleiche. Das meine ich jetzt nicht mit Einheit, sondern wir kennen uns, wir wissen voneinander. Jetzt wird es Zeit, sagen unsere Spirits, unsere, du bist gemeint, du bist gemeint. Unsere Spirits sagen, jetzt wird es Zeit, dass ihr euch auf der Erde miteinander auf eine gute Weise vernetzt. Nicht nur guckt, was könnt ihr füreinander tun, sondern wirklich euch austauscht, Kamera dabei ausstellt, nichts zusammen macht, sondern zusammen einen Tee trinkt. Euch auf echter, offener Ebene miteinander austauscht. Wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind wie so eine Mütter-Community. Mütter machen das auch und das finde ich toxisch, toxisch. Wir tun so, als kämen wir mit allem klar und nur so hinter vorgehaltener Hand sagen wir, du, ich war auch mal krank, überleg dir das, ich bin die Vollversagerin, ich war krank, ja, heißt ja, du bist deinem Spirit nicht gefolgt. Du, ja, oder ich rauche, also ich jetzt nicht, aber oh, ich trinke Kaffee, ja, boah, oder ich höre Heavy Metal oder was auch immer, oder aber wir sagen, ich bin hier die coolste von allen, ja, ich bin Lichtarbeiterin und höre Heavy Metal und habe Tattoos oder irgendeinen Bullshit. Wir sind in Konkurrenz miteinander, ihr Lieben, und das ist jetzt Schluss, sagen die ganz klar. Das nächste, was euch wirklich den Spaß verderbt, ist, dass ihr euch nach eurer Familie sehnt und wenn ihr glaubt, sie gefunden zu haben, merkt ihr, nee, 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 nee. Die Beziehung ist nur so lange, wie es was bringt. Das stimmt natürlich nicht nur, aber wir gucken ja gerade nach dem, was uns so traurig, wütend macht. Ne? Und unsere Spirits sagen, findet euch auf der Erde. Vernetzt euch auf der Erde miteinander, aber nicht um zu wirken, sondern um zu heilen. Heilt euch jetzt gegenseitig. Heilt euch gegenseitig. Es war ultra anstrengend und wir alle haben ja immer die Finger, energetisch oder auch physisch,
in den Themen der Menschen, mit denen wir arbeiten. Wir sind ja ständig mit Schmerzthemen beschäftigt. Ja? Heilt euch gegenseitig und untereinander. Seid authentisch, seid liebevoll miteinander. So, jetzt will ich gerade mal schauen, okay. Und nochmal bitte unsere liebste, wundervollste Licht-Community. Wir, du. Was braucht's noch? Was braucht's noch? Was wollt ihr uns noch sagen? Das Bild ist, es war ein rauschendes Fest. Wir haben gekocht, wir haben uns herausgeputzt, wir haben den Raum schön gemacht, wir haben die perfekte Musik aufgelegt, wir haben tausende, Millionen Menschen eingeladen, wir haben gefeiert, getanzt, gesungen, Spirit auf die Erde gebracht, die Party ist vorbei. Jetzt hängen wir alle so ein bisschen müde in den Seilen und so fühlt sich das auch an. Und jetzt geht es ums Aufräumen. Aufräumen bedeutet, dass jeder von uns sich jetzt um die Lebensbereiche kümmert, die zu kurz gekommen sind. Bei mir ist es meine Beziehung zu meinen Tieren. Ich habe eine innige, große Beziehung zu meinen Tieren. Aber da geht bestimmt noch sehr viel mehr. Jetzt geht es darum, aufzuräumen und die Bereiche, die bis jetzt brach lagen, zu nähren, zu hüten, ja, fürsorglich zu behandeln. So. Und was sie aber auch sagen ist, es gibt ein Partykomitee. Die nächste Party steht schon an, das ist überhaupt nicht die Frage, die wird dann anders sein. Ja? Aber nicht weniger toll, nicht weniger spannend, nicht weniger cool. Und selbstverständlich werden wir die alle zusammen wieder feiern. Aber die erste Party ist vorbei. Und so fühlen wir es auch, gell? Das ist so ein bisschen wie so ein Kater, ne? Wie so ein Hangover. Ich habe wie so einen spirituellen Hangover. So ein Gefühl von, ich habe alles gesagt, ich habe alles gesagt, ich habe alles gesagt. Vielleicht stimmt es nicht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe alles gesagt, Millionenmal, zehnmal. So. Einmal gucke ich noch für uns. Die Lichtarbeiter. Die Lichtarbeiter. Die Engel. Du. Was dürfen wir noch wissen? Wie geht es für uns weiter? Weil das wollen wir halt schon wissen, gell? Wie geht es denn bitte für uns weiter? Weil ich meine, ich bin in einem Alter, ich werde nächstes Jahr 60. Ich habe schon noch ein paar Jährchen, in denen ich wirksam sein möchte. Schon, ja? Und du mit Sicherheit auch, egal wie alt du bist, sonst guckst du das ja gar nicht, ja? Wenn du nicht mehr wirksam sein willst, dann guckst du auch solche Videos dann nicht. Da hast du hoffentlich was Besseres zu tun. Die Rosen müssten langsam geschnitten werden, glaube ich, ne? Oder geh deine Igel füttern. Mache ich heute Abend auch wieder. So. Die nächste Party. Gib uns mal eine Voraussicht. Tief erfüllend. Ruhiger. Nicht weniger intensiv. Ruhiger. Tiefer. Mehr miteinander. Das ist weniger eine Party, als mehr so eine illustre Runde, die am Feuer sitzt, ihr Glas in der Hand hält oder Tee oder Kaffee, das ist egal, und intensivst angeregt miteinander plaudert, sich austauscht, schwingt, sich gegenseitig befruchtet. Eher eine geistige Party. Sehr erwachsen, sehr tief, sehr bewusst, sehr erfüllend. Sehr, sehr wertschätzend miteinander. Sowas wie, wow, was hast denn du eigentlich erforscht? Das ist ja spannend. Das finde ich ja toll. Davon habe ich ja noch nie gehört. Hast du schon mal den Satz gesagt zu einer Lichtarbeiterin oder einem Lichtarbeiter oder Schaman oder was auch immer? Hast du schon mal den Satz gesagt, wenn du so arbeitest wie ich? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich traue mich das nicht, weil ich dann sofort das Gefühl habe, na, davon hättest du aber hören müssen. Ja? Was weißt du denn da jetzt gerade wieder nicht? Ja? Also, ich habe von unfassbar viel noch nicht gehört. Ich habe bestimmt noch nicht von dem gehört, was du da gerade Tolles erforscht oder was dein Lebensauftrag bis jetzt war. Davon habe ich bestimmt noch nichts gehört. Oder vielleicht am Rande, aber jeder von uns war ja so tief mit seinem eigenen Auftrag beschäftigt, ich auch, ja? Dass er überhaupt keine Zeit hatte. Das ging sogar so weit, ich habe 2005
mit Physiotherapie aufgehört, in der Praxis gearbeitet und habe dann im Schirner Verlag sowieso meine Bücher geschrieben und habe die Klappentexte für die neuen Manuskripte geschrieben, die da alle rauskamen. Das waren einige, ja? Das heißt, ich habe alle Manuskripte, wenn sie dann lektoriert waren, wenn dann klar war, so wird es jetzt in Druck gehen, habe ich gekriegt und habe dazu Klappentexte geschrieben. Wir mussten dann eine bestimmte Zeichenzahl haben, so ein bisschen schon auch Werbetexte, aber eben auch einfach beschreiben, um was geht's denn da? Und habe plötzlich bemerkt, dass die Manuskripte, die ich lese, ohne dass ich es möchte, mit in meine Arbeit einfließen. Ja? Mein Gehirn ist wie ein Schwamm. Das, was ich höre, was ich sehe, fließt bei mir mit rein. Das ist nicht, dass ich es klauen will. Das passiert einfach, weil ich das dann so toll finde und so spannend finde und sofort sehe, guck mal, da ist die Brücke, da ist die Brücke. Ja? Gerade hat mir eine Freundin erzählt, dass sie jetzt einen Podcast macht über queere Leute, ja, vor allem über Lesben, also Menschen, also sie sagt über Lesben, also Frauen, die Frauen lieben. Da fängt die jetzt mit einem Podcast an. Und dann hatte ich sofort, weißt du was, wir machen eine Folge über das queere innere Kind, ja, das Kind in dir, wenn du lesbisch bist, wenn du schwul bist, wenn du irgendwas bist, wenn du irgendwie queer bist, ja, transsexuell, sonst irgendwas, ist der Scheiß egal, ja. Dann warst du ja als Kind schon irgendwie in so einem Gefühl von, hier stimmt was nicht, ne? Lass uns doch da einen Podcast zu machen. Sofort springt meine Berufung an, sofort, sofort, sofort. Verknüpft sich mit allem, was ich sehe. Deshalb haben wir uns ein bisschen auch voneinander abgeschottet, um nicht voneinander abzuschreiben. Und da ging es nicht darum, dass ich so gemacht habe, keiner darf meine Sachen sehen, sondern ich habe eher so gemacht. Ich will eure Sachen nicht sehen, sonst kann ich meine nicht entwickeln. Und jetzt fühlt sich's aber an, wir sitzen zusammen und sind mehr als interessiert an dem, was ihr anderen alle gemacht habt. Nicht mit diesem Ding von, ich weiß da was besser oder das könnte dir helfen, sondern eher so wie, wow, wie spannend. Ja, das ist ja ein toller Aspekt, den habe ich noch nicht gesehen und hier ist unsere Verknüpfung. So fühlt sich das an. So. Ich weiß nicht, wie lange ich schon laber. Die Frage, die wir alle im Hintergrund immer haben, und das macht alles hier so schwierig, ist, und womit bezahle ich bitte meine Rechnungen? Und glaub mir, auch ich warte drauf, dass mir endlich einer einen Sack mit Geld vor die Tür stellt, ohne dass ich irgendwas dafür machen muss. Ja? So. Und jetzt komm mir nicht mit Manifestieren. Wenn ich das manifestieren könnte, hätte ich das schon längst gemacht. Offensichtlich bin ich lausig im Manifestieren oder es soll nicht sein oder es kommt noch oder keine Ahnung. So, glaub mir, da ist ein Schmerz, den du auch hast. Ich weiß, dass du den auch hast. Ich weiß es doch, dass du den auch hast. Ich weiß es doch. Ja. So, also ihr Lieben, Lichtarbeiter. So, und woher bitte soll das Geld kommen? Die ganz hohen Spirits sagen, das wissen wir nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Danke fürs Gespräch. Lichtarbeiter, Gaia, Mutter Erde, Erdung, Fülle, ja. Macht, was ihr am liebsten macht. Jeder von euch hat seine eigene Nische, mit der er Geld verdient. Und bitte bedient diese Nische. Bei mir ist es zum Beispiel im Moment Einzelcoaching. Ganz, ganz ultra individuelles Einzelcoaching. Das habe ich vor Corona nebenbei gemacht. Da habe ich sehr viele Seminare gemacht. Jetzt begleite ich Menschen ganz, ganz, ganz intensiv über einen Monat, über 2 Monate, zum Teil sogar über ein Jahr. Also es geht darum, und du hast natürlich auch deine Nische, ja? Vielleicht ist es auch Einzelcoaching, vielleicht ist es was völlig anderes, ja? Also ihr habt euch eure Nischen erschaffen und erarbeitet. Und hier ist wirklich sowas wie Back to the Roots. Ja? Geht dahin, wo du spürst, selbst wenn es manchmal anstrengend ist, da wirst du wirklich gebraucht. Geh dahin. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, also das habe ich jetzt auch schon so lange gemacht, ja. Aber ich spüre auch, selber lang. Aber ich spüre auch immer wieder, und das höre ich jetzt hier auch wieder, was das Geld betrifft, Back to the Roots. Da, wo du gut bist, da, wo du weißt, wenn ich das mache, dann läuft es. Das machst du bitte. Zumindest im Moment. Und wie sind die weiteren Aussichten? Nee, da ziehe ich jetzt meine Karte dazu. Wofür haben wir denn so viele? Wo ist es? Wofür haben wir denn bitte so viele Kartendecks gemacht?
Wofür haben wir die denn? Wofür haben wir die denn? Dann nehmen wir mal die Lebenskompasskarten hier, weil da der Medizinrad drin ist. Und das ist Erde. Also Erde, Feuer, Wasser, Luft. Insgesamt aber Erdenergie. Ja? Also physische. So. Woher soll denn bitte für unsere Lichtarbeiter-Community das Geld kommen, wenn wir uns jetzt mal um die Dinge kümmern, die brachgelegen haben? Wir dürfen gespannt sein. Handle mutig und kühn. Handle mutig und kühn. Wie könntest du in Bezug auf deinen Plan noch entschlossener handeln? Feuer. Feuerkraft ist Yang, ist Handeln. Wie könntest du eventuelle Zögerlichkeit loslassen? Was brauchst du, um einen entschiedenen Schritt zu gehen? Wie könntest du dich ermutigen, mit deinem Vorhaben sichtbar zu werden? Ich mache dir die Frage nochmal langsam. Wie könntest du in Bezug auf deinen Plan noch entschlossener handeln? Angenommen, du wüsstest es. Was ist dein Plan und wie könntest du noch entschlossener handeln? Wie könntest du eventuelle Zögerlichkeit loslassen? Was brauchst du, um einen entschiedenen Schritt zu gehen? Wie könntest du dich ermutigen, mit deinem Vorhaben sichtbar zu werden? Was ist dein Vorhaben? Was wartet schon lange drauf? Wofür brennst du? Wie könntest du damit sichtbar werden? Und nochmal Feuer, ihr Lieben. Nochmal Feuer. Dein nächster Schritt steht an. Kannst du das lesen hier so? Glaub's mir halt einfach. Dein nächster Schritt steht an. Wie könnte dein nächster Schritt aussehen, um deine Pläne zu verwirklichen? Also, die Spirits sagen, ruht euch mal aus, räumt die Party auf, kümmert euch um das, was brach lag, vernetzt euch miteinander. Die Erde sagt, komm mal wieder in die Puschen, mach mal dein Neues, was ist denn das? Das finde ich jetzt wirklich spannend. Das finde ich jetzt wirklich spannend. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Es ist aber ein sowohl als auch. Angenommen, du weißt es in Wahrheit schon. Was wäre denn dein nächster Schritt? Was brauchst du, um diesen nächsten Schritt zu machen? Eine Erfolgsgarantie höre ich von einigen von euch. Aber so läuft der Laden natürlich nicht. Ich glaube, worum es für uns geht, ist, dass wir gerade mal wieder alles loslassen. Dass wir mal gerade wieder den ganzen Anspruch an uns selber, wir müssten wunderweiß wie erfolgreich sein, wunderweiß wie viel Geld verdienen. Wir müssten doch der Welt beweisen, dass wir es drauf haben. Ja? Wir müssten doch endlich, was weiß ich, fünfstellige, sechsstellige Followerzahlen haben oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Ja? Wie wäre es, wenn wir das einfach mal wieder loslassen? Uns mal wieder trennen von den ganzen Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen. Wie wäre denn das? Ich habe einen saumäßig hohen Anspruch an mich. Unglaublich. Noch dazu bin ich nach Dan Millman. Hier steht der Lebenszahl als Lebensweg mit 33,6. Das heißt, ich habe auch noch so einen blöden Idealismus und Perfektionismus, der mir wirklich Stress macht, ja, wenn ich mich mit dem vergleiche, wie ich meine, sein zu müssen, kann ich nur verlieren. Warum? Weil ich ein Mensch bin. Alterungsprozess, sage ich da nur. Ja, Haare wachsen dunkel raus. Ja? Keine Ahnung was, ist da wurscht, ja. Oft müde, oft schlapp, oft kein Bock, ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Selbstzweifel, das ganze Zeugs, ja, weil das eben auch ein Aspekt von mir ist, natürlich, ne? Also, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal zusammen das gesamte Lichtarbeiterkollektiv, alles, was hier zuguckt, lasst uns doch mal den Anspruch an uns selber
wieder loslassen. Wir haben doch abgeliefert. Vielleicht ist das sogar gemeint mit Aufräumen. Lass doch mal alles wieder los. Lass uns mal die Partyklamotten ausziehen. Lass uns mal die Musik abstellen. Lass uns jetzt mal aufräumen in Jogginghosen. Übersetzt gesagt. Dieses höher, weiter, schneller. Dieser Kapitalismus, der auch bei uns im Kopf greift. Ich meine jetzt den mentalen Kapitalismus, ne? Höher, weiter, schneller. Wirklich? Mich stresst es. Gleichzeitig glaube ich, aber ich muss dem entsprechen. Weißt du was? Lass uns doch einfach mal ein bisschen in den Sofas rumhängen, mal durchlüften. Geschirr in die Spülmaschine, abschminken, falsche Wimpern runter, Perücke runter, endlich die High Heels weg. Ja, mit High Heels meine ich das ständige Präsentsein, das Hochglanz, das guck mal hier, nee, mir geht's gut, nein, mir geht's super, mir geht's super und wenn nicht, habe ich auch sofort eine Lösung dafür, die ich dir jetzt präsentiere. Oh. Vielleicht macht uns auch das so müde, ich weiß es nicht. Ich bin am übernächsten Wochenende, am 12. Bin ich in Königstein bei der Lebensfreude-Messe und vielleicht treffen wir uns ja da. Am 13. bin ich bei den Schirnertagen und vielleicht treffen wir uns ja da. Einfach mal so. Wir werden das. Da lasse ich es jetzt mal stehen. Ich freue mich total auf eure Kommentare. Ich hoffe, ich habe irgendwas gesagt, was euch berührt, beruhigt. Kraft gibt, euch zeigt, ihr seid nicht alleine. Ich hoffe es von Herzen. Ich lasse es jetzt einfach mal da stehen. Ich habe heute meine erste Kürbissuppe gekocht in diesem Jahr. Irgendwie war mir jetzt so danach. Und die werde ich jetzt mal probieren. Mal gucken, ob sie macht, was es soll. Ihr Lieben, bis vielleicht am 12. oder am 13. in Königstein Lebensfreude messen. Oder bei den Schirnertagen in Darmstadt, auf die ich mich besonders freue. Königstein freue ich mich auch total. Aber Schirnertage, da seid ihr alle. Da weiß ich, da seid ihr alle. Ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Du hast es großartig gemacht. Du hast dein Licht auf die Erde gebracht. Jetzt ruh dich mal aus, entspann dich mal. Mach mal back to basics. Mach das, was läuft. Spüre, was dein nächster Schritt ist. Da gibt es auch was. Das ist ganz spannend. Da ist was, was vielleicht auch immer zu kurz kam. Ah, vielleicht meinen Sie das mit. Da kam irgendwas zu kurz. Bei mir kommt zum Beispiel zu kurz, einfach so direkt mal hier mit euch zu reden. Ohne mir zu überlegen, ob das irgendjemanden interessiert, ob das irgendwas verkauft. So habe ich es ganz am Anfang immer gemacht. Ja? Und dann kam irgendwie der ganze Marketingkram, auf den ich jetzt nicht besonders abfahre, aber die Schere im Kopf ist ja dann trotzdem immer. Einfach mal wieder vielleicht authentisch sein. Ich kann das am allerbesten. Wenn ich dir was verkaufen soll, kann ich dir nur sagen, das ist ich. Hier, super toll, nimm's oder lass es. Ja? Wenn ich dir aber sagen soll, du, so und so geht's mir, so und so fühle ich mich, dann kann ich das 10 Stunden am Stück, wie du merkst. Ihr Lieben, hier ist jetzt wirklich Schluss, meine Suppe wird kalt. Bis vielleicht in 1,5 Wochen würde ich mich total freuen und ansonsten wirklich freue ich mich mega über eure Kommentare. Bis bald.